wir selbst in unserer Agentur, also wir waren mit unserer Agentur sechsstellig, da haben wir noch auf einer A6300 gedreht. Wenn das jetzt normale Projekte sind und die werden nur gebucht, weil sie eine RED-Kamera haben, dann würde ich sagen, können die sie nicht verkaufen. Ruft er mich an und sagt, ey, ja cool, die Ad läuft und wir haben 100.000 Euros damit gemacht, ist natürlich top. Und es müssen dich nicht 30.000 Leute kennen, damit du Aufträge bekommst, es müssen dich halt nur die paar richtigen Leute kennen. Denn man braucht keine 50.000 Euro RED-Kamera, um ein Video zu erschaffen, was dem Kunden Mehrwert bringt, was richtig gut funktioniert. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute zwei sehr spannende Interview-Teilnehmer, Ben und Juri von Filmlagune. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Viel Spaß bei diesem Interview. Ich bin Ben, bin Honsbein von Filmlagune, habe gemeinsam mit dem guten Juri damals zusammen gegründet. Wir sind eine Video-Marketing-Agentur, die darauf spezialisiert ist, einmal auf das Thema Produktvideo im E-Commerce und einmal auf das Thema Image-Video, sprich Videokampagnen zur Neukundengewinnung und Mitarbeitergewinnung. Und ja, haben da so die zwei Felder, die wir abdecken. Und genau, haben mittlerweile da über 150 Kunden betreut, 500 Videos aufwärts produziert. Wie lange macht ihr schon? 2,5 Jahre? 3 Jahre? Ja, vor 3 Jahren haben wir gemeinsam gestartet. Ja, aber damals halt noch so ganz leicht. Damals haben wir praktisch so zwei Selbstständige und ja, dann genau. So seit 2 Jahren haben wir die GmbH. Okay, aber es ist trotzdem schon krass, dass ihr innerhalb von 2-3 Jahren jetzt 150 Kunden gemacht habt. Ist ja auch nicht selbstverständlich, also ja. Das kriegen ja viele selbst nach 10 Jahren nicht hin, so gefühlt. Ja, stimmt. Deswegen, wie seid ihr überhaupt zusammengekommen? Es hat sich mir ja zufällig ergeben. Ja. Ja, also damals war ich noch selbstständig als Videograf. Ja. Juri war mehr so in der Marketingrichtung unterwegs, hatte halt auch Kontakte zum E-Commerce. Und dann sind wir zufällig aufeinander gestoßen, weil er einen Videografen für ein Projekt gesucht hat. Mhm. Und so haben wir dann das erste Projekt zusammen umgesetzt. Ja, du warst dann der Videograf praktisch. Ja, heute der Videograf. Juri war so der kluge Kopf dahinter. Und so. Genau. Mhm. Und dann haben wir dadurch Zufall auch Produktvideo einfach als Nische gewählt, weil Juri sich da ein bisschen auskannte, weil das einfach gepasst hat. Und so sind wir da so von alleine reingerutscht, haben wir jetzt gemerkt, okay, das könnte was sein, was Zukunftspotenzial hat. Gerade Produktvideos vor 3 Jahren, als wir damit angefangen haben, war das so, da hat Amazon das Feature praktisch gerade rausgebracht in Deutschland, dass man überhaupt Produktvideos machen konnte. Und da haben wir halt so gesehen, okay, es gibt irgendwie, oder es gab zu der Zeit niemanden im deutschen Markt, der das wirklich gut gemacht hat. Ja. Und das war halt ganz cool, weil dann haben wir das gemacht. Natürlich am Anfang unsere Produktvideos, die allerersten, waren natürlich jetzt noch nicht so weit entwickelt wie jetzt von der Qualität her, von der Produktqualität her. Ja. Aber ja, das hat sich dann halt dort trotzdem sehr schnell rumgesprochen, weil wir halt immer den Anspruch hatten, das immer besser zu machen. Wurden dann viel weiterempfohlen am Anfang. Genau. Und so ist ja, kann ich gut nachvollziehen, weil als ich vor 6-7 Jahren Hochzeiten angefangen habe zu filmen, da war das genauso, dass es niemand gekannt hat. Das war so wie die Mondlandung gefühlt. Wenn ich das wirklich Leuten gezeigt habe, haben die gedacht, so was ist das? Voll krass. Also die kannten das halt nur so diese 2-Stunden-Formate, die sich halt kein Mensch anschaut. So. Ist halt so, ja. Und dann auf einmal so ein cinematisches Highlight-Video war halt völlig neu. Und ich glaube, da habt ihr wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht mit Produktvideos. Ja, genau. Damals war so die Zeit, wo du praktisch so ganz Amazon und so hatte diese Videos, wo sich so ein Produkt so gedreht hat in so einem weißen Studio. Ja, ja. Und du hast dir dieses Video angeguckt und dachtest, okay, ich weiß jetzt nichts mehr als Produktfotos. So. Ja, Katastrophe. Und das haben wir dann halt durchoptimiert. Ne? Wie muss so ein Video aufgebaut sein, strukturiert sein, conversionmäßig optimiert sein, etc. Dass es halt auch dem Kunden wirklich Aber auch Umsatz bringt. Wie sind die auf die Idee gekommen überhaupt? Also Produktvideos zu machen und jetzt eben Imagefilme. Also es fing im Prinzip damit an, dass wir wollten Videos produzieren, wir wollten geile Videos produzieren, aber wir wollten ortsunabhängig sein. Okay. Das heißt, wir haben damals, als wir gestartet haben, es war noch vor Covid-Zeiten und so weiter, ich weiß nicht, ob man das in einem YouTube-Video sagen darf. Soll ich den Satz nochmal anfangen? Nee, sag so, ist egal. Ich glaube, das ist bei uns in Deutschland nicht so schlimm wie in Amerika. Na gut. Ja genau, das war eben vor den Zeiten, da konnte man noch reisen. Wenn mein Ad-Revenue nicht hinhaut, dann... Ja, dann müssen wir es ausgleichen. Okay. Auf jeden Fall, genau, da sind wir unterwegs. Es war so unser Anspruch am Anfang, wir waren zwei Selbstständige. Wir wollten so ein bisschen was von der Welt sehen, aber wir wollten auch geile Videos produzieren. Und wir haben eben gesehen, im Produktvideobereich ist erstens der Markt noch super unentwickelt. Also da war echt noch viel Potenzial nach oben. Plus, man konnte sich Produkte zuschicken lassen und die halt überall umsetzen und drehen. Hatten damals auch so ein bisschen unseren USP so daraus gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen Produktvideos an den schönsten Orten der Welt, wo wir die dann überall mitgenommen haben, nach Thailand, nach Griechenland und so weiter. Okay, also nur mit Traveling verbunden. Ja, so Sam Calder-mäßig. Genau. Ja, aber das war dann halt so eine... das war so die Startzeit so. Ja. Und dann haben wir halt irgendwann realisiert, okay, so schöne Locations sind schön und gut, aber im Prinzip interessiert den Online-Shop-Betreiber, den Amazon-Händler, den interessiert, ob das Video Geld einbringt. Ja, ob es konvertiert. Ja. Genau.
Und dann haben wir irgendwann, als das Ganze sich dann eingespielt hat, als wir das Ganze dann nicht mehr nur noch die zwei Selbstständigen waren, die ein bisschen Kreis haben, sondern als wir dann praktisch zu einer richtigen Firma geworden sind, haben wir praktisch geguckt, okay, wie muss so ein Video eigentlich exakt aufgebaut sein? Wir haben mit Kunden getestet, welches Video performt besser, welches performt schlechter, um einfach zu gucken, okay, wie muss so ein Video wirklich aufgebaut sein, wie muss die Struktur sein, damit es Umsätze einbringt. Ja. Und haben das dann systematisiert. Darauf den Fokus gelegt und haben festgestellt, dass man auch es gar nicht so viel Sinn macht, jedes Produktvideo in Thailand zu drehen. Ist auch, macht natürlich Spaß so privat, aber ja, an sich ist das wahrscheinlich visuell halt geil aus irgendwo. Genau, wenn du jetzt eine Heizkette filmst, dann kann man das auch problemlos machen. Aber wenn es jetzt um einen Küchenmixer geht, dann bringt der halt Strand in Thailand nicht so viel. Aber das ist, können wir auch gut mit der Hochzeitsbranche gewissermaßen vergleichen. Ich kenne ja Destination Wedding Photographer und was auch immer, ja, also beziehungsweise Leute, die unbedingt Destination Weddings machen wollen. Okay. In dem Kontext, weil sie denken, wenn ich dann dort bin und der Ort ist ja geil und die Location ist geil und was auch immer, dann wird es übelst geil für mein Portfolio sein. So, und ich habe da wirklich schon böse Überraschungen überlebt, dass es Leute dann, keine Ahnung, nach nicht nach Bali versendet hat, sondern nach, na komm, wo die Schweinchen sind und schwimmen. Bahamas, danke. dass die festgestellt haben, also die haben das, sich übelst viel Zeit genommen und am Ende des Tages kam dieses Video nie in ihr Portfolio nirgendwo gezeigt, weil das Brautpaar halt einfach nicht die Emotionen hergegeben hat, die so ein Video halt bräuchte oder die es halt dann eben rüberbringen soll. So, und das kriegst du auch in Deutschland. Ne? Du kriegst auch Brautpaare, die in Deutschland sehr emotionale Hochzeiten haben zum Beispiel. Und das ist ja ähnlich wahrscheinlich wie bei euch gewesen, dass am Ende des Tages halt ein anderer Schwerpunkt viel wichtiger ist als jetzt die schöne Location. Ja, genau. Also bei uns ist praktisch der Teil, wo wir uns auf so eine Produktion vorbereiten, wo wir ein Videoskript ausarbeiten, wo wir genau recherchieren, okay, was ist so das Alleinstellungsmerkmal der Marke, was sind Mitbewerber in dem Markt, was muss in dem Video kommuniziert werden, um die Zielgruppe von diesem Produkt wirklich zu treffen. Ja. Das ist bei uns praktisch der relevanteste und der größte Part am Anfang, ja, wo wir wirklich das auch... Genau. Ja. Und das ist im Prinzip, wichtiger. Also viele denken halt so, ich lege einfach drauf los, mache einfach geile Aufnahmen, hol mir dann ein geiles Objektiv und das ist am Ende... Ja, aber das ist wichtig, dass du es ansprichst, weil ich will schon die ganze Zeit sagen, also ihr habt euch ganz klar darauf fokussiert, dass ihr ein Problem löst. So, ja. Und das ist das, was ich bei sehr vielen Foto- oder Videografen sehe, dass sie das gar nicht verstehen, dass letzten Endes, wenn ihr bezahlt werden wollt oder gut bezahlt werden wollt für eure Dienstleistung, dann passiert das nur in der Regel, wenn ihr wirklich ein tatsächliches Problem löst. Wenn wir das Beispiel nehmen, Hundefotografie oder Hundevideos, ja, löst du hier tatsächlich irgendein großartiges Problem für den Kunden? Eigentlich nicht. Ja? Deswegen ist zum Beispiel sowas wie Tierfotografie nicht gut bezahlt. Ja. Ja? Musikvideos ist genau dasselbe. Ja? Löst du hier tatsächlich irgendwie ein großartiges, fundamentales Problem? Also irgendwo schon, ne? Du willst ja den Künstler bekannter machen, aber du löst kein, wie ihr es jetzt macht, praktisch Umsatzproblem in der Hinsicht, okay, wir machen dadurch noch, wir generieren weitaus mehr Revenue im Endeffekt durch unseren Shop, durch unsere Videos, dass die Kunden eher bei uns kaufen als bei anderen, weil da löst ihr tatsächlich ein Problem. Oder es gibt ja, wie gesagt, das andere Problem, dass viele jetzt Mitarbeiter-Recruiting zum Beispiel anbieten und dann das Mitarbeiterproblem lösen, ja. Und darauf sollte man sich halt, finde ich, aus meiner Sicht auch stark irgendwo fokussieren. Klar, man kann auch immer noch coole Side-Projects machen, wenn man wirklich Bock drauf hat, in Thailand oder was auch immer, so ein Travel-Video zu machen oder so. Aber man muss halt einfach bewusst sich sein, okay, damit wirst du halt jetzt nicht wirklich Geld verdienen. Das kannst du auch Spaß machen. Und so kannst du es ja auch irgendwo gewissermaßen kombinieren. Ja, und du hast auch keinen Impact, ne? Also nicht böse gemeint. Ne? Also natürlich hast du deinen eigenen künstlerischen Impact, so meine ich das gar nicht. Aber im Sinne von natürlich, wenn du jetzt irgendwie im Unternehmen zu mehr Mitarbeitern verhilfst oder zu mehr Umsatz verhilfst, das wächst, das werden Arbeitsplätze geschaffen. Das ist natürlich auch irgendwie eine Art von Sinnhaftigkeit, die jetzt vielleicht bei einem Hundevideo, ne, mit Verlaub, nichts gegen Hundevideos, aber natürlich nicht unbedingt so weit da ist. Ist ja auch, keine Ahnung, bei Brautpaaren ja ähnlich so. Du schaffst einen sehr emotionalen Mehrwert. Ja. Aber jetzt keinen gewissen finanziellen Mehrwert, wenn man so sagen kann. Und du wirst halt in der Regel besser bezahlt für einen finanziellen Mehrwert, weil Leute dafür auch bereit sind, mehr zu investieren, weil sie wissen, okay, ich investiere da Geld rein, aber es kommt mehr Geld raus. Ja. Wenn ich in ein Brautpaar, in ein Hochzeitsvideo rein investiere, kommt gar kein Geld damit raus. So. Ja, ja. Deswegen ist deinen Kunden schon Umsatz machen, als ja, richtig. Genau, so, wenn Leute bei mir ins Coaching kommen, ja, dann ist es genau dasselbe, dass dann auf einmal heißt, okay, machst Coaching und machst dann auf einmal wie mehr Umsatz. Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, ja, habt ihr euch irgendwie coachen lassen? Habt ihr irgendwie, was würdet ihr generell Filmemachern empfehlen oder auch Fotografen, ja, wenn die sich, sage ich mal,
umsatztechnisch verbessern wollen, wenn die einfach wachsen wollen, egal wo die stehen, ob am Anfang oder schon mittendrin, was habt ihr gemacht? Also ich würde sagen, ein großer Fehler, den viele machen, ist zu glauben, sie müssen sich durch alles selbst durchkämpfen, müssen alles selbst herausfinden. Ja. Es gibt halt schon Leute, die es gemacht haben. Ja. Das war für uns auch so ein wichtiger Schritt, um halt schnell wachsen zu können, weil einfach so Shortcuts zu nehmen und sich halt umzuschauen, okay, wen gibt es, der die Erfahrung schon gemacht hat, der vielleicht viel, viel besser versteht, wie Marketing funktioniert, wie man sich positionieren muss, wie man sich aufstellen muss. Und das war bei uns auf jeden Fall eine Sache, die uns sehr weitergeholfen hat, eben sich da Unterstützung einfach mit reinzuholen. Auch nicht davor zu scheuen, auch Geld zu investieren, um Unterstützung zu bekommen. Ja. Und Wissen zu kaufen halt. Genau, man kauft sich dann ja praktisch schon einen unfairen Vorsprung. Man bekommt dann Informationen, die man sonst nicht bekommen hätte. Ja. Und spart sich halt jahrelanges Selbst herausfinden und Ich meine, für dich wird es ja wahrscheinlich kinderleicht sein, jemanden irgendwie von 0 auf 5-stellige Monatsumsätze zu bringen, nehme ich mal an. Ja. Und das ist halt so, natürlich ist es für dich einfach, weil du hast es schon ein paar Mal gemacht. Du hast es schon selber gemacht. Ja. Du bist auch nicht nur selbst 5-stellig irgendwie im unteren 5-stelligen Bereich ganz unterwegs, sondern du bist natürlich auch weiter als die Leute. Ja. Natürlich ist es dann für jemanden wie dich, der von oben drauf guckt, einfach jemanden hochzuziehen. Ne? Das ist wie wenn Personal Trainer buchst, ja. Genau. Wenn der ein Sixpack hat, der weiß, wie er dich auch zum Sixpack bringt, so, weil er diese Reise gemacht hat. Und wenn er es auch noch bei 5 anderen Kunden bereits hinbekommen hat, wird er die Muster erkannt haben, wird er schon sehen können, okay, alles klar, du machst den Fehler, jetzt merzen wir das aus und danach läuft das auf einmal. Ja, deswegen gibt es ja auch so viele Erfolgsgeschichten, wenn Leute auf einmal, keine Ahnung, 10, 20 Kilo abgenommen haben oder so, durch irgendwie Personal Trainer XY, aber vorher haben sie es selbst nie geschafft, obwohl sie, keine Ahnung, jahrelang irgendwelche Diäten versucht haben, sich irgendwo versucht haben zu informieren und am Ende es nie gepackt haben. Und dann einmal Geld investieren, den Shortcut, wenn man so sagen kann, ja. Und sagt, okay, alles klar, auf einmal funktioniert es, weil mir die und die Info gefehlt oder ich habe nicht mal gecheckt, dass ich das so machen muss. Und das ist halt... Ja, oder selbst wenn du es alleine checkst, dann brauchst du vielleicht 2 Jahre, aber das ist ja... Wer will 2 Jahre warten? Das ist ja auch so... Ja. Ja, es hängen, glaube ich, viele Sachen mit drin. Es ist auch gewissermaßen so mental- oder Mindset-Sachen, weil klar, wenn du auch so ein finanzielles zum Beispiel Commitment abgibst, gibst du zumindest ein Commitment ab. Ja? Und das machst du ja nicht, wenn du jetzt ein YouTube-Video schaust oder ähnliches, ja, dann ist ja for free gewesen. Ja? Aber wenn du dich jetzt über Ernährung zum Beispiel informierst und dann, okay, ich weiß jetzt, dass ich keine Süßigkeiten mehr essen muss, so, aber du gibst kein Commitment ab. Ja. So, also machst du vielleicht doch mal hier und da. Ja? Es ist halt einfach so. Und wenn du aber weißt, okay, ich habe jetzt ein Commitment abgegeben, finanzieller Hinsicht oder was auch immer, ja, dann ist, glaube ich, der Druck auch mehr da, um das tatsächlich besser hinzubekommen. Ja? Aber okay, kommen wir mal so ein bisschen auf das Thema, wie gewinnt ihr denn eure Kunden? Ja, also ihr seid ja auch super inaktiv eigentlich auf Social Media unterwegs, ja. Wie macht ihr das? Also was ist da so? Ja, also am Ende des Tages, ne, gewinnen wir halt Kunden jetzt nicht so über, also früher dachten wir so Gary Vee mäßig, ne, irgendwas posten. Gut, das heißt, Gary Vee ist same shit. Ja. Und natürlich, also du denkst es so, und wir haben dann irgendwie, oder irgendwelche anderen coolen Marketingmethoden, irgendwie Quiz-Funnel, wo du dann ein Quiz erstellst und funnelst. Und ja, wir dachten auch, wir müssen Influencer werden, um Geld verdienen. Ja, und dann ist es am Ende aber eigentlich so, dass wir... eine Empfehlung natürlich ganz klar, zufriedene Kunden. Also einfach, ich glaube, der erste Punkt ist einfach ein gutes Produkt zu haben, was sich rumspricht, wo Leute happy sind. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Ob das jetzt bei uns im Produktvideobereich ist oder jetzt im Bereich Imagefilme, ja, der ja eigentlich für uns nochmal, also Produktvideos sind jetzt rein fachlich ein bisschen schwieriger zu machen als ein Imagefilm, der richtig gut ist. Also das ist das Erste. Das Zweite dann natürlich aber auch einfach aktive Kanäle, also einfach auf Events gehen, mit Leuten sprechen, dass die merken, hey, coole Dienstleistungen, das sind ja eigentlich sympathische, nette Leute, die das gut machen. Ja. Oder halt auch wirklich einfach den Telefonhörer greifen und mal gucken, wer Hilfe braucht. Und dann muss man ja auch nicht so penetrant sein und die Leute irgendwie total nerven, aber es gibt auch einfach Fälle, da rufst du an und die sagen, danke, dass du angerufen hast, brauche ich gerade. Ich glaube auch die Leute. Absolut, kann ich auch eigene Beispiele erzählen, sorry, ich habe dich unterbrechen. Ne, ich meine, die Leute glauben halt immer so, wenn man so selbst Akquise macht, dass es immer so penetrant sein muss, wie man das kennt, wenn man von irgendeiner seltsamen Nummer angerufen wird, die einen irgendwas reinquatschen wollen. Und man kann ja einfach wie ein ganz normaler Mensch irgendwo anrufen und sagen, ey, ich habe gesehen, euer Unternehmen macht das und das. Ich kann mir vorstellen, dass ihr noch Unterstützung im Videomarketing gebrauchen könnt, dass ihr das noch machen könnt. Richtig, und gerade wenn man irgendwie noch einzelne Selbstständiger ist, kann man das ja auf eine ganz sympathische Art und Weise auch einfach machen und da Verbindungen aufnehmen und das ja halt nicht verscheuen. Ja, also man kann auch theoretisch Leute anschreiben. Ne? Also wenn man wirklich Angst hat, den Telefonhörer oder so in die Hand zu nehmen, geht das natürlich auch, ja. Aber was ihr vor allem ansprecht, ist halt, ihr geht proaktiv vor. Ja, das ist das, was ich sehe, was den meisten Fotografen und Videografen fehlt.
dass sie tatsächlich am Telefon immer wieder zu mir sagen, ich habe absolut gar keine Ahnung, wie ich eigentlich an Kunden komme. Ich kriege alles über Weiterempfehlungsmarketing, ja, aber das kannst du nicht skalieren. Weiterempfehlung ist Hoffnungsmarketing im Endeffekt, weil du kannst ja nicht jetzt sagen, hey, Kunde, empfehl mich, ja, und legst ihm die Pistole auf die Brust oder was auch immer. Ja, ist limitiert einfach. Es ist super limitiert, ja. Es ist auch, ich würde auch sagen, SEO skaliert nicht, also Suchmaschinenoptimierung zum Beispiel. Also ist gut, will ich gar nicht verneinen, funktioniert auch, ja, aber es skaliert nicht. Ja. Du musst auf einem gewissen Level sein, richtig, dass das auch Sinn macht. Ja. Genau, absolut, das ist das Nächste. Also man kann ja auch ohne SEO oder Google-Suchmaschinen oder Google Ads oder jegliche Art von Ads letzten Endes auf einen fünfstelligen Monatsumsatz zum Beispiel kommen und dann hast du auf einmal Kohle, die du einsetzen kannst, um das eben dann eben zum Beispiel umzusetzen. Ja. Aber genau, Thema Akquise. Ich habe dann auch schon mal einige meiner Fotografen, Videografen angerufen. Die haben sich dann irgendwo bei mir eingetragen. Dann habe ich einfach angerufen, wie es läuft. Und dann redest du mit denen, merkst auf einmal, okay, voll die Probleme. Und wie oft hatte ich schon den Fall, dass dann auf einmal jemand das Training bei mir doch gemacht hat und heute unendlich dankbar ist auf einmal so. Ja. Weil sie auch gesagt haben, ich hätte mich niemals bei dir eingetragen. Hättest du nicht einfach mich, blöd gesagt, penetrant, ja, was ja nicht penetrant war, angerufen, hätte ich mich niemals bei dir eingetragen, hätte wahrscheinlich niemals diesen Schritt gemacht. Ja, und ja, eigentlich bin ich heute halt froh, dass du dich bei mir gemeldet hast. So, und ich glaube, da könnt ihr ähnliche Erfahrungen erzählen letzten Endes. Ja, das ist letztens, ne? Genau, dass ihr Kunden wahrscheinlich habt, die auf einmal, keine Ahnung, doppelten Umsatz, ich weiß es nicht, ne? Also auf jeden Fall Umsatzsteigerungen hatten. Doch, also wir haben Kunden, die haben 100.000 Euro mit den Videos verdient. Und ich weiß auch, da haben wir irgendwie mit denen, also ich mache bei uns halt die Beratungsgespräche. Ja. Und am Ende ist natürlich so, dass man guckt, wie kann man maximal helfen. Ja. Und dann sagt man, hey, willst du zusammenarbeiten? Und dann gibt es natürlich manchmal Leute, die da irgendwie noch Schwierigkeiten haben, weil die es vielleicht nicht verstehen, weil die arbeiten noch ein bisschen komplexer. Ja. Und dann erklärt man denen das halt ein bisschen länger. Und ich habe dann Leute, die sagen, ey, vielen Dank, dass du nochmal die Stunde genommen hast, mir das erklärt hast. Und mir vielleicht auch ein bisschen gesagt hast, ey, mach das, diskutiert hast. Ja. Damit die halt dann rauskommen. Und dann ruft er mich an und sagt, ey, ja cool, die Ad läuft und wir haben 100.000 Euro damit gemacht. Ist natürlich top. Aber ich glaube, dass viele Foto- oder Videografen oftmals ihre eigene Dienstleistung vielleicht sogar teilweise schlecht reden oder nicht wissen, was es tatsächlich bringt für die Kunden. Und das ist auch so ein Punkt, den ich meinen Teilnehmern zeige und sage so, ey, guck mal, ihr müsst schon euren Kunden auch tatsächlich unter die Arme irgendwo gewissermaßen greifen und denen sagen, wie sie diese Bilder oder Videos einsetzen sollen, weil wie oft höre ich diese Geschichten, ja, wir haben Imagefilm gemacht, 10.000 Euro und den haben wir auf YouTube hochgeladen, hat 3 Views bekommen. Danke, that's it, so, ja. Das ist halt nicht gut, ja. Genau, also eine Firma, die das extrem gut macht aus meiner Sicht, zum Beispiel die Firma Loftfilm, von denen ich auch mein Erklärvideo habe, da gibt es ganze Seminare, von denen die veranstaltet werden, also ganze Events, wo es nur darum geht, wie setzt du deinen Loftfilm ein, damit du mehr Umsatz machst, ja. Und da gibt es kostenlose Wege und natürlich auch bezahlte Wege, aber immerhin wird den Kunden geholfen. Die wollen wirklich so, hey, wir wissen, dass das funktioniert, ihr müsst es aber auch halt richtig machen, dann funktioniert das auch für euch, ja. Und das müssen aus meiner Sicht heutzutage Fotografen, Videografen auch lernen. Also es gibt viele, die setzen da die Scheuklappen auf, nein, ich bin nur der Foto- und Videograf, ich will nichts anderes machen. Und weiß ich nicht, also aus meiner Sicht müsste man in gewissen Zügen auch dann das schon dazu helfen. Man muss einfach gucken, dass man Ergebnisse liefern kann. Richtig. Das ist halt das Wichtigste. Ja. Thema Equipment. Kommen wir mal dazu. Was verwendet ihr denn da so? Also viele glauben so, okay, wenn man jetzt eine größere Agentur im Videobereich haben will, dann muss man irgendwie eine RED-Kamera haben und die größte und verrückteste Ausstattung. Wir drehen effektiv auf A7 III und haben klar so Edelkrone-Equipment, so dieses typische Spielzeug. Ja, ja. Und drehen sonst auch ganz normal auf einem Ronin S. Ich weiß gar nicht, wenn die neu. Muss ich nicht fragen. Ich weiß gar nicht so genau. Aber wir drehen auch ganz normal einen Ronin-Gimbal. Wir drehen mit auf Sony-Kameras. Und wir haben halt, wie gesagt, immer den Fokus drauf gelegt, es soll schön und geil aussehen. Aber es muss halt nicht, es muss performen. Genau, es muss halt performen und es muss halt kein neuer Hobbit-Teil gedreht werden. Man braucht keine 50.000 Euro RED-Kamera, um ein Video zu erschaffen, was dem Kunden Mehrwert bringt, was richtig gut funktioniert und was gut aussieht. Ja. Wir selbst haben unsere Agentur, also wir waren mit unserer Agentur sechsstellig, da haben wir noch auf einer A6300 gedreht. Und das ist vielleicht auch sowas, was man so vielen Videografen weitergeht. Das muss ich ins Intro packen. Ey, das ist, also im Monat sechsstellig. Ja, ja, ja. Ja. Genau, also vielleicht das nochmal. Es kommt nicht darauf an. Ja, ja, das finde ich super spannend, dass du das eben auch sagst. Weil ich hatte das ja auch schon mit Daniel letztens von testimonials.de. Das dreht auch auf einer Sony A7 III. Macht ebenfalls, ich glaube, was 50, 60, vielleicht sogar mehr mittlerweile im Monat. Ja. Und dreht also auch
kein extrem krasses Equipment, aber halt Videos, die tatsächlich Ergebnisse bringen. Die Videos, die halt letzten Endes auch konvertieren irgendwo, ja. Ja. Am Ende des Tages, das interessiert den Kunden ja auch nicht. Nein, das interessiert nicht. Der Kunde guckt deine Referenzen und sagt so, die Videoqualität sieht geil aus, das möchte ich für mich haben, aber halt so, dass es für mich auch funktioniert, wenn du das liefern kannst. Ja, das finde ich ganz lustig, weil zum Beispiel, ich hatte letztens ein Bild gepostet von mir, wo ich einen Imagefilm gedreht habe bei einer Tech-Company und war ein fünfstelliges Budget und so weiter, was die uns da gegeben haben und alles und dann hier mit den Kameras, ne? Also mit der Canon 1DX Mark II und mit der Canon R5. Und dann gab es Leute, die halt ganz fies drunter geschrieben haben, so, oh, das sind aber kleine Kameras und so weiter, ja. Sondern dann habe ich halt drunter geschrieben, ja, aber guck mal die Ergebnisse, was halt dann, was für rauskommt. Sieht eigentlich echt ganz gut aus, ja. Also der Kunde ist über happy, weil es halt wirklich sehr hochwertig letzten Endes auch ausgesehen hat, sehr professionell. Und ich kann da so viele Beispiele erzählen. Ich hatte eine Teilnehmerin, die hat eine Red-Kamera. Und dann ist die Red-Kamera irgendwann ihr ausgefallen, weil irgendwelche technischen Probleme. Sie verwendet eine Canon EOS R stattdessen. Das war ihre Backup-Kamera, so aus Verzweiflung die genommen, weil was gerade nichts anderes da war. Das komplette Projekt damit gefilmt und sie so, ja, der Kunde hat es nicht mal gecheckt. So am Ende. Der Kunde, dem ist überhaupt nicht aufgefallen, dass ich mit der Canon EOS R gedreht habe. Und sie fragt sich so, warum habe ich mir diese teure Kamera geholt? Also ja. Man kann ja auch überlegen, wenn man jetzt eine Red kauft, kann man ja auch, und nicht mal eine was kostet Red. Ja, kannst schon so 50 bis 150, ja, dann je nachdem. Kann man ja, je nachdem, die Komodo kostet ja, glaube ich, bei 6 oder so geht es los, ja, aber dann brauchst du das ganze Zubehör und so weiter, ja. Kannst du eine günstigere Kamera nehmen, nimmst dann noch einen Mitarbeiter, der quasi nur dafür dedicated ist, coole Kundenergebnisse zu liefern, bessere Videoskripte zu machen, den Kunden zu helfen, die Videos einzubinden, ein Jahr lang. Ja. Wo freut sich der Kunde mehr? Also eigentlich, fast schon doof gesagt, ist eine Red ja ein Stück weit, wenn man das nur für sich macht, damit man so ein Equipment hat. Das ist halt Spielzeug, ist cool, aber ist fast schon egoistisch in Anführungszeichen. Also wenn man dem Kunden helfen will, dann lieber. Genau, die Frage ist halt, was will man dadurch lösen? Ja. Also wofür brauchst du denn, wenn du jetzt wirklich keinen Kinofilm drehst, wofür brauchst du die 8K-Kamera, wofür brauchst du die noch größere Bildtiefe, um noch mehr Color Grading rauszuholen, wenn du vielleicht mit dem gleichen Geldinvestment halt dem Kunden einfach dafür sorgen könntest, dass er viel bessere Ergebnisse hat, viel mehr Geld damit verdient, dass ihm die Videos viel mehr bringen, weil die mehr Pixel oder die bessere Bildtiefe, die bringt dem Kunden halt nicht mehr. Aber das ist ein Thema, ich glaube, da gibt es viele Leute, die da auch dagegen sprechen würden, weil es gibt schon Leute, die mir gesagt haben, sie wurden nur gebucht, weil sie tatsächlich eine Red-Kamera hatten. Ja, weil sie vorher nicht hatten, wurden sie auf einmal nicht gebucht oder so. Und auf einmal hatten sie und deswegen kamen dann die Aufträge. Also ist ein zwiespaltiges Thema. Aber trotzdem finde ich so, okay, komm doch erstmal auf ein Level. Komm doch erstmal auf, keine Ahnung, 50k im Monat oder so. Und dann, dass du dir das Ding ohne Probleme leisten kannst. Ja, da kommt es halt auch drauf an. Also wenn die jetzt wirklich irgendwelche Produktionen machen, wo das auch sinnvoll ist, also kann ja auch sein, dass die einfach super, super hochwertige Musikvideos machen, wo du die Qualität auch wieder raussiehst, cool, weil das Musikvideo aussieht wie ein Kinofilm, so dann okay. Ja, bloß nicht Musikvideos machen. Wenn das jetzt normale Projekte sind und die werden nur gebucht, weil sie eine Red-Kamera haben, dann würde ich sagen, können die sie nicht verkaufen. Ja. Weil dann ist das Statussymbol, mit dem sich die Wertigkeit des Produktes verkauft. Also dann glauben die Leute, okay, die Videos von dir sind gut, weil du hast eine Red-Kamera. Wenn die Leute nur glauben, dass du gute Videos machst, weil du eine teure Kamera hast, dann hast du dich halt schlecht vermarktet. Dann lass uns mal zum Thema so Pricing kommen, ja, wie ihr da so vorgeht. Ja, ich bin ja, sag ich mal, ein gewisser Verfechter und sage ja immer so, wer Tagesstundensätze nimmt, ist eigentlich ein bisschen lost aus meiner Sicht. Sollte eher ein Ergebnis verkaufen. Wie macht ihr das? Ich weiß so, früher, Ben hat ja ganz klassisch Videograf gemacht. Also das ist eigentlich ganz lustig, weil Ben kommt ja aus genau dieser ganzen Richtung mit hätte gerne Red-Kamera, hatte irgendwie auch damals ein Profilbild mit Gimbal und allem drum und dran, total stolz. Also auch sehr sympathisch an sich. Am Ende des Tages will man ja erst gar nicht böse meinen, also nicht da schlecht drüber reden, so im Sinne von, ist ja sympathisch, wenn man das selbst so machen will, alles cool, aber wenn man halt Kunden helfen will, ist was anderes. Und wenn wir über Pricing reden, dann hat Ben halt früher so einen Tagessatz genommen oder einen Stundensatz. Ja. Aber das ist ja, also macht ja gar keinen Sinn, weil am Ende des Tages will ein Kunde ja nicht, dass du da irgendwie, keine Ahnung, ein Imagefilm, du willst mehr chargen, bist dann 3 Tage bei dem in der Firma. Da ist ja keinem mit geholfen. Lieber du kommst, machst das in 2 Stunden, wäre ja viel cooler, wenn du es nur in 2 Stunden hinbekommst. Dementsprechend einfach das nehmen, was es wert ist. Und natürlich halt darauf achten, dass am Ende der Kunde noch mehr davon hat, als dass er bei dir lässt. Also wenn wir über Produktvideo reden, dann soll er natürlich auch mehr Umsatz dadurch machen. Oder wenn er Imagefilm macht, dann soll er auch mehr Umsatz über den Imagefilm generieren, als wir jetzt chargen, damit er auch mehr. Sonst, man optimiert ja auch die falsche Sache. Wenn man jetzt sagt, ich verdiene mehr Geld, umso mehr Tage ich arbeite, dann denkst du ja darüber nach, wie kann ich mehr Tage arbeiten. Aber wenn man sich überlegt, okay, ich verdiene mehr Geld, umso bessere Ergebnisse mein Kunde mit dem Film hat, umso besser der Film für ihn funktioniert, dann überlegst du, wie kann ich meine Videos besser machen, wie können die noch mehr für den Kunden bringen. Das heißt, die Umstellung, wonach man halt bepreist und wonach man bezahlt wird, macht einfach das Produkt auch besser. Ja.
ist auch für den Kunden total blöd. Da kannst du nicht kalkulieren, wie viel wird geschnitten, wie viele Tage sind das, das. So. Das ist auch total kundenunfreundlich. Ne? Das ist ja auch für einen selbst nicht gut. Das ist für alle besser, glaube ich, einen festen Preis zu nehmen. Absolut, absolut. Und dann, wie du schon sagst, der Kunde weiß, okay, am Ende ich zahle das und that's it. Ja? Und ich bekomme Ergebnis das. So, fertig aus. Und das ist halt, was ihr halt richtig macht aus meiner Sicht, ihr diktiert halt dem Kunden einfach, was er bekommt. Weil was ich einfach viel mitbekomme, ist, dass Kunden oftmals gar keinen Plan eigentlich haben, was sie wollen. Sie wissen es nicht. So, sie denken, sie brauchen das, sie haben das mal irgendwo gesehen, dass das ganz cool wäre oder ähnliches. Und dann lässt man sich so drauf ein und sagt, ja, okay, wir können das machen, wenn der Kunde das will. Der Kunde ist ja König und so weiter. Das sehe ich immer ziemlich fatal, weil ich immer meinen Teilnehmern auch sage, so, ihr müsst nicht euren Kunden das geben, was sie wollen, sondern ihr müsst das geben, was sie brauchen. Was am besten für sie ist. Einfach. Genau, was einfach, genau, wie schon gesagt, was am besten für sie ist. Ja? Weil, wenn wir auch hier das Thema Brautpaare nehmen, wenn ich meine Hochzeiten gemacht habe, dann gab es immer Leute, die gesagt haben, ja, aber wie, du kommst nur vorbei und wir kriegen 5 Minuten Video. So, ja, wir wollen eine Stunde, ne? Du bist doch den ganzen Tag da und so weiter. Und Preise pro Videolänge, das ist auch so ein ganz... Ja, das habe ich auch schon die Frage bekommen, ganz, so, ganz, ja, ja. Wie viel soll ich für 1-Minuten-Video, wie viel soll ich da verlangen, so pro Minute und was auch immer. Das ist ja auch viel schwieriger, ein kurzes Video gut zu machen, als ein langes, aber... Ja, richtig, so, von den langen waren sie dann super enttäuscht, ne? Irgendwann habe ich das dann gemerkt, so, und gesagt, so, okay, ich diktiere euch jetzt, was ihr bekommt, ihr kriegt keine langen Videos mehr von mir, weil es lost, es macht keinen Spaß, ihr seid immer enttäuscht davon, so, und, genau, die Leute wissen nicht, was... Das wäre ja auch als Kunde nicht. Das genau. Wäre so, als wenn du so einen Sternekoch hättest und so eine unbegabte Person wie ich im Kochen, die würde dann hingehen und sagen, nimm dir jetzt genau 60 Minuten zum Kochen, nimm die Zutaten und die Zutaten, so soll das am Ende aussehen. So. Ja. Dass das nicht das beste Essen wird, ist halt klar so. Ja, und das diktierst du über den Sternekoch so. Ja, ja, am besten genau. Du nimmst noch den Pilz und auch keine Ahnung und die wird, ja, genau so, weil ich das ja möchte so und dann denkt er sich auch, okay, damit kann ich nicht arbeiten. Das soll ich am Ende sagen, ich habe aber mehr erwartet von so einem Sternekoch. Okay, wie sieht eure Zukunft aus? Was habt ihr noch vor? Was habt ihr noch geplant? Ja, also wir wollen natürlich weiter wachsen, weiter uns optimieren. Also wie gesagt, wir haben sehr hohen Anspruch daran, einfach das Produkt an sich auch zu verbessern. Und wollen einfach bessere Dienstleistungen, besseres Unternehmen und mehr Mitarbeiter, gute Arbeitgeber werden. Ja, also einfach weiterhin skalieren, letzten Endes. Skalieren, aber auf einem gesunden Level und dabei halt die Produktqualität steigern. Genau. Ja, sehr geil. Wie kann man euch finden? Ja, was muss man eintippen? Man findet uns unter filmlagune.de. Ja. Gibt's ja auch Produktvideos. Genau. Social Media wahrscheinlich nicht. Das ist ja. Also findet man es bei euch, aber... Man findet uns auch auf Social Media. Wir werden auch so langsam aktiver. Wir haben es ein bisschen vernachlässigt, aber so langsam werden wir. Aber das finde ich auch, wenn ich das sagen kann, nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Ja. Weil viele ja denken, Social Media ist ja ultra wichtig als Filmmacher. Ja, da gibt es Leute, die haben 30, 40, 50.000 Follower. Und deswegen sind die auf einmal viel erfolgreicher als andere. Und dann sieht man halt euch zum Beispiel, die ja super Social Media inaktiv sind und trotzdem läuft's, ja. Und das ist halt so, was man auch vielen aus meiner Sicht klar machen muss. Social Media ist nicht der heilige Gral und bestimmt auch nicht die Höhe des Einkommensumsatzes oder die Kundenanzahl oder was auch immer. Ja, ich finde, man muss einfach aktiv mit Leuten kommunizieren. Ja. Es müssen dich nicht 30.000 Leute kennen, damit du Aufträge bekommst. Es müssen dich halt nur die paar richtigen Leute kennen. Ja. Man muss einfach da sein, man muss rausgehen. Ja, das ist eigentlich der Punkt, ne? Also wenn du die 100 richtigen Leute kennst und denen kannst du helfen, sind diese 100 Leute ja viel mehr wert als 50.000 das ist absolut richtig, ja. Leute, die dein Color Grading gut finden. So, das ja ich finde ich so lustig, dass du ansprichst, weil ich arbeite momentan mit einem Finanzberater, mit Wladimir, ja, der hatte ich letztens auch ein Interview bei mir auf dem Kanal, ja. Und der erzählt genau dasselbe, ne? Der sagt halt, er hat lieber 1.000 Premium-Kunden als 100.000 Leute, die halt normal verdienen, ja, weil du halt viel, viel mehr Aufwand, viel, viel mehr Fulfillment letzten Endes betreiben musst, ja, mit sehr geringen Beträgen. Also wenn du halt 1.000 Premium-Kunden hast, die erstens die bessere Leistung sowieso wollen und du dich dann auch noch besser um diese Kunden letzten Endes auch kümmern kannst, ja. Und das führt ja auch so ein bisschen in diese Richtung, ja, lieber hast du die 100 Kunden, mit denen du auch wirklich zusammenarbeiten willst, die wirklich auch bereit sind, eure Preise zu zahlen, als 10.000 Kunden, die, ja, ziemlich schwer sind, überhaupt zu überzeugen und dann, dass man überall ein Budget cuttet und was auch immer, das macht ja auch keinen Spaß dann. Man kann ja auch einfach Unternehmen und Unternehmern, die schon relativ erfolgreich sind, viel besser noch helfen und noch unterstützen, ja, als wenn man jetzt halt Kunden hat, die am Anfang stehen. Ja. Richtig. Ja. Hat mich sehr gefreut. Danke. Danke, dass ihr dieses Interview mit mir geführt habt. Ich fand es sehr spannend und gerne. Und ja, euch alles Gute. Danke fürs Zusehen. Danke dir.
Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen mit den beiden Jungs. Und wenn auch du mit deinem Foto- oder Videografie-Business auf das nächste Level kommen möchtest, wenn du auch hier fünfstellige Monatsumsätze erzielen möchtest, dann trag dich doch auf ein kostenloses Beratungsgespräch ein, wo wir uns mal genau deine Situation anschauen und dann auch beurteilen können, ob und inwiefern wir dir helfen können. Ich freue mich auf dich.